Moin und herzlich willkommen bei den Goal News. Zum zweiten Mal in Folge mit mir, Ole, und folgenden Themen. Real mit Mega-Angebot für Endrick. Bellingham hat sich offenbar auf einen Club festgelegt und ein brisanter Bericht über Hansi Flick. Das alles jetzt bei den Goal News. Los geht es heute mit Supertalent Endrick. Und wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder über den 16-jährigen Brasilianer gesprochen. Über Interessenten, über Summen, aber jetzt wird es richtig konkret. Und da jeder zweite Kommentar unter unseren Videos heißt, ich glaube es erst, wenn Fabrizio Romano es gesagt hat, extra für euch, laut Transfergott Fabrizio ist sich Real Madrid schon mit Endrick einig. Jetzt geht es nur noch um die Transfersumme und Real bietet Palmeiras offenbar 72 Millionen Euro und die beiden Clubs sollen kurz vor einer Einigung stehen. 72 Millionen Euro für einen 16-Jährigen, die Transfersummen momentan sind wirklich unfassbar. Und wenn wir schon bei Supertalenten sind, dann machen wir doch gleich bei Jude Bellingham weiter. Der spielt momentan eine richtig starke WM mit England und ein Abgang von Borussia Dortmund im Sommer geht als immer wahrscheinlicher. Laut der Sportbild soll Bellingham sogar schon eine Entscheidung gefällt haben. And the winner is der FC Liverpool. Aber Achtung Kloppo, PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi sagt über Bellingham, Zitat, jeder will ihn haben, das will ich nicht verheimlichen. Ob die PSG-Millionen Bellingham noch umstimmen können? Zum Abschluss schauen wir nochmal zum DFB. Und laut einem Bericht der Sportbild darf Hansi Flick nur dann als Bundestrainer weitermachen, wenn er eine Teilschuld am WM-Aus einräumt. Zudem gibt es wohl Spannungen im DFB-Team, weil Flick die Spieler des FC Bayern bevorzugt haben soll. Dementsprechend gibt es wohl eine Spaltung innerhalb der Mannschaft, weil einige Spieler die Bevorzugung der FCB-Spieler als kritisch angesehen haben. Das Ergebnis ist bekannt. Das war's für heute auch schon wieder mit den Goal News. Nun interessiert uns eure Meinung. Was haltet ihr von den krassen Transfersummen und wie bewertet ihr die Arbeit von Hansi Flick? Schreibt es uns in die Kommentare, gebt dem Video ein Like und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren News mehr zu verpassen. Euch noch einen schönen Tag und bis dann.